Im heutigen Video erfährst du, wie du rund 500 Euro sofort abgreifen kannst. Und zusätzlich erfährst du heute noch von Dr. Florian Roski, wie er es geschafft hat, zum Immobilienmillionär zu werden. Grüß dich, Andres. Schön, dass du Moin. da bist. Ja, Ja, ja. cool. Du, das mit den 500 Euro roundabout, das sind ungefähr 470 Euro, ist kein Gequatsche. Das werde ich gleich in Ruhe erzählen, weil ich habe da was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin mit meinem Kollegen eine Wette eingegangen, weil ich gedacht habe, ach, ist überhaupt kein Problem, dass ich auf meinem Immobilienkanal, dass der Immobilieninvestor Dr. Florian Roski bis zum Jahresende locker 10.000 Abonnenten hinbekomme. Da war ich aber noch, das war noch am Anfang des Jahres und da ist einem noch nicht so ganz bewusst, dass so ein Jahr eigentlich oft ganz schnell zu Ende geht. Und jetzt stehe ich da vor einem Riesenproblem, weil mir fehlen noch so roundabout 700 Abonnenten und ich habe noch 4 Tage. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich mich erinnert an einer Veranstaltung, wo ich mal war, sie hieß The Art of the Deal. Das heißt, wenn du etwas im Leben haben möchtest, dann musst du natürlich auch was anbieten, was andere interessiert. Und jetzt kommen wir ins Geschäft. Und zwar habe ich hier zu Hause noch einen richtig fetten 500 Gramm Silberbarren. Und der hat ungefähr so einen Wert, ich habe mal bei Kettner Edelmetalle geguckt, von 470 Euro, ist also auch ein richtig schweres Ding. Und mein Angebot ist, dass jeder, der meinen YouTube-Kanal abonniert, bis zum 31.12. um 23:59 Uhr und schreibt, was er damit machen möchte, unter der Voraussetzung, dass ich die 10.000 Abonnenten schaffe, der hat die Chance, diesen Barren hier zu gewinnen. Und die Chance ist statistisch ziemlich groß, weil mein Kanal hat ja nur 10.000 Abonnenten oder knapp 10, es sind ja 9,3, 700 fehlen noch, damit ich meine Wette nicht verliere. Und ihr könnt sicherlich nachfühlen, wie hart es ist, so eine Wette zu verlieren. Und da geht es eigentlich nur um schnöde Kiste Bier. Das ist es aber gar nicht, was man da wirklich verliert. Sondern was man verliert, ist, dass man sich jedes Jahr, noch jeden Tag in einem nächsten Jahr, ich mir anhören darf von meinem Kollegen, dass ich hier der Loser bin und er die ganze Wette gewonnen hat. Und das ist das wahr Harte. Und deswegen muss ich jetzt so harte Maßnahmen ergreifen und etwas anbieten, was eigentlich viel höher ist als der Wert von 700 Abonnenten, aber ich muss halt irgendwie meine Wette gewinnen. Und da siehst du auch, das hat ganz viel mit Mindset zu tun, dass wenn man sich Ziele setzt und wenn man sich zu etwas committed hat, dann versucht man wirklich alles als Mensch, der gerne erfolgreich ist, um die Ziele, die man sich gesetzt hat, auch zu erreichen. Das ist eine ganz wichtige Mindset-Sache. Ich sage jetzt nicht einfach, nee, keine Chance, sondern es wird hier bis um 23:59 Uhr am 31.12. hart gekämpft, mit harten Bandagen. Ich werde alles probieren, um letztendlich dieses Ziel noch erreichen. Deswegen bitte ich auch deine Abonnenten, mir vielleicht dabei zu helfen, meinem Kanal ein kurzes Abonnement zu geben. Denn nee, der positive Beigeschmack ist, dass man viel über Immobilien und Mindset lernen kann. Wir haben auch immer was zu lachen, ganz sicher, weil ich bin eher der lustige Typ. Weil Spaß und Freude im Leben ist eine ganz wichtige Komponente. Und der tolle Effekt für dich ist, du hast die Chance, diesen Klotz hier dein eigen zu nennen. Ja, Ja. aber wir wollen ja heute ein bisschen auch über den Weg sprechen, wie man Millionär wird. Eine wichtige Komponente war, wie schon gesagt, das Thema Mindset. Dazu gehört immer, was sage ich immer, es gewinnen nicht die Talentiertesten, sondern in der Regel beim Sport gewinnen die Härtesten. Also es gewinnen die, die, wenn sie was sagen und sich ein Ziel gesetzt haben, auch wirklich alles tun, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Genauso wie ich das jetzt vorlebe mit meinen 10.000 Abonnenten. Willst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie du gestartet bist und was vielleicht so die Beweggründe und die Motivation war? Weil ich meine, die meisten, die schlagen ja so ein normales 0815-Leben ein und arbeiten bis zur Rente und du hast dich ja irgendwie ein bisschen anders entschieden. Und wie war so die Situation am Anfang? Ja, also 0815 Leben möchte ich mal nicht abwerten, aber ich habe im Prinzip auch komplett ohne Vermögen bin ich ins Leben gestartet. Und ich habe schon mit 12 oder 14, glaube ich, Hinterhöfe gefegt, habe Kirschen verkauft auf der Straße, habe Zeitungen ausgeteilt, Hamburger gebraten, alles getan, um letztendlich ein bisschen zu Geld zu kommen, weil ich bin alleinerziehend durch meine Mutter und meine Schwester zusammen sind wir aufgewachsen. Das heißt, wir hatten nie viel Geld. Und eines persönlich meiner Ziele war immer,
dass ich damals waren es 10.000 Mark, also heute 5.000 Euro im Monat mal haben könnte, um mir damit alle Träume zu erfüllen, die ich mir wünsche, weil 10.000 Mark war damals wirklich ein Riesenvermögen. Ich glaube, der billigste oder teuerste Porsche lag irgendwas bei 70.000, 80.000 Mark. Das heißt, 10.000 Mark war echt ein Haufen Kohle. Und mein Traum war eigentlich immer so, alles das, was wir auch als Familie brauchen, mir leisten zu können. Und der Weg für mich am Anfang war ganz schön hart, weil meine beiden Eltern waren Beamte. Das heißt, ich bin eigentlich mit einem Beamten-Mindset aufgewachsen. Das heißt ganz klar, wenn du einen Beamten fragst, hey, wie werde ich reich, dann grübelt er erstmal ziemlich lange. Mhm. Und die meisten empfehlen dir dann das, mit dem sie selber gut gefahren sind. Meine Mutter war Grundschullehrerin und ist auch sehr aufgegangen in diesem Job und hat es mit Leidenschaft getan. Aber wie es halt so ist, als Grundschullehrerin ist es schwierig, letztendlich Vermögen aufzubauen. Vor allem, wenn du dann noch zwei Kinder durchbringen musst, dann reicht es meistens für die Existenz, aber es ist schwierig, vor allem auch, wenn du nicht dieses Mindset hast, zu wissen, okay, was eigentlich wichtig oder nicht, überhaupt mal anzufangen. Und da habe ich also am Anfang viel falsch gemacht. Ich habe erst für Konsumartikel geschuftet, also für eine Stereoanlage oder mit 16 für die ersten 80er Motorradführerscheine, fürs erste Motorrad, habe da noch relativ wenig an klassischen Vermögensaufbau gedacht, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Umfeld einfach niemanden hatte, den ich hätte fragen können, wie man letztendlich zu Geld kommt. Also war meine Idee dazu, und das war auch die Idee meiner Eltern für mich, okay, der junge Mann möchte mehr Geld verdienen, der muss auf jeden Fall studieren. Und so bin ich erstmal den Weg des Akademikers gegangen und habe, glaube ich, 3 abgeschlossene Studiengänge und dann sogar promoviert, weil ich immer gedacht habe, umso höher meine Qualifikation, meine akademische, umso höher mein Stundensatz und umso mehr kann ich letztendlich rausholen aus dem System, umso schneller werde ich reich. Aber ich muss definitiv sagen, das hat so gar nicht funktioniert. Und ich habe auch selber als Angestellter angefangen. Ich hatte nur einen großen Vorteil. In meinem Studium bin ich damals einem coolen Professor begegnet. Das war einer, der Dienstleistungsmanagement unterrichtet. Und das hatte ich irgendwie so als Wahlpflichtfach im BWL-Studium am ersten mit dabei. Und der hat einen coolen Spruch gesagt. Der hat gesagt, Leute, lebt 3 oder sogar 5 Jahre lang weiter, wenn ihr mit dem Studium fertig seid und ihr euren ersten Job habt, wie ein Student. Ihr werdet ja nichts vermissen. Ihr kennt es nicht anders. Und macht ihr nicht den Fehler, wie alle eure Kollegen, dass sofort das Ausgabeverhalten ans Einnahmeverhalten angepasst wird. Sondern lebt 3 bis 5 Jahre weiter wie Studenten, dann habt ihr ein schönes Geld beiseite und das legt ihr konservativ an und dann ist eure Rente safe. Und das habe ich ausprobiert. Ich muss sagen, das war am Anfang super hart. Und bei mir waren es dann auch nicht 3 Jahre, sondern ich habe dann fast 10 Jahre draus gemacht. Genau genommen war es 9. Ich habe quasi 9 Jahre lang nichts ausgegeben. Geil. Und das war wirklich knüppelhart. Weil meine Kumpels fuhren dicke Autos und ich hatte keins. Oder mein Auto war 15 Jahre alt und ich habe mir das für 1.000 Euro gekauft. Während die schicke BMWs und Mercedes fuhren, fuhr ich meine Klapperkiste und brauchte den ADAC. Während die schöne Markenklamotten tragen haben, hatte ich 3 Jeans und ein paar Hemden. Und so habe ich die ganze Sache begonnen und habe am Anfang erstmal gar nichts ausgegeben. Und dann habe ich relativ früh, ich habe auch erstmal als Angestellter angefangen. Ich war auch 9 Jahre im Angestelltenverhältnis. Ich habe damals bei einem Start-up angefangen. Und auch da habe ich eigentlich immer nie was ausgegeben. Ich glaube, so sah ich auch immer kleidungstechnisch aus. Alle hatten immer Anzüge an, welche Jeans und Pullover. Aber ich habe durch Leistung brilliert, durch Ehrgeiz und habe mich angestrengt, war dann auch kaufmännischer Geschäftsführer in diesem Unternehmen. Und wir haben die Hütte aufgebaut. Ich habe damals angefangen als Mitarbeiter Nummer 7 bis auf 500 Mann. Ich hatte auch einen kleinen Anteil dann an der Firma und habe dann nach 9 Jahren war ich finanziell frei. Und wie habe ich es geschafft? Indem ich am Anfang meine Studentenbude gekauft habe. Und das Ganze war auch nicht so einfach. Ich habe erst niemanden gefunden, der mich finanzieren wollte. Ich bin zu 6 Banken gegangen. Jeder hat Nein gesagt. Ich war ein junger Kerl. Hatte gerade seinen ersten Job im Controlling. Ich war Beteiligungscontroller. Und so fing das Ganze an. Und ich glaube, nach 8 oder 9 Monaten Anstellungsverhältnis, ich war aus der Probezeit raus, habe ich, und dafür bin ich immer noch dankbar, einen Kredit bei der Sparkasse bekommen und konnte mein eigenes Studentenapartment kaufen. Und so ging die Reise los. Am Anfang habe ich natürlich nichts verstanden. Cashflow, ja, was ist denn das? Das kann man nur als Begriff aus dem Englisch-Leistungskurs.
Ich habe das aber nicht mit Immobilien in Verbindung gebracht. Damals gab es kein YouTube. Diese ganzen Internetinformationen gab es nicht. Da gab es nur dicke Wälzer, zum Beispiel die Grundlagen der Immobilienwirtschaft auf 800 Seiten. Ich habe nach dem Buch gesucht, was nur 20 Seiten hat. Das mir aber genau sagt, wie es funktioniert. Aber das Buch habe ich nicht gefunden. Und deswegen habe ich am Anfang viel falsch gemacht. Aber zum Glück war ich sehr sparsamer Mensch. Das ist mir aber auch nicht leicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte natürlich auch den Wunsch, mir was zu gönnen bei der vielen Arbeit, die ich geleistet habe, habe aber viel zurückgelegt, habe das dann in Immobilien investiert und mein Traum war immer, von Mieteinnahmen leben zu können. Und nach 9 Jahren war ich soweit und konnte im Prinzip von meinen Mieteinnahmen leben. Und vorher habe ich mich im Prinzip nur um Weiterbildung gekümmert, weil ich immer gedacht habe, ich muss noch mehr Qualifikation, noch mehr Qualifikation. Heute weiß ich leider, dass diese typische Hochschulqualifikation dich gar nicht weiterbringt. Es bietet dir einen guten Einstieg in eine berufliche Fachlaufbahn, auch so, dass du ein anständiges Gehalt bekommst. Aber Verdienst ist eben nur eine Sache. Viel wichtiger ist im Prinzip nicht das, was man verdient, sondern was man behält. Und da liegt eigentlich das Seelenheil drin, indem man sich eine sparsame Lebensinfrastruktur aufbaut, die nicht viel kostet, und versucht am Anfang viel zurückzulegen. Und auch ganz wichtig ist, dass man nicht spart, sondern investiert. Weil ich finde persönlich, sparen ist total schwierig. Zu viel Bargeld auf dem Konto zu haben, das verführt in der Regel zu Konsum. Dann überlegt man sich die ganze Zeit, was könnte ich mir davon kaufen? Und das ist ein Risiko. Deswegen habe ich immer so versucht, so schnell wie möglich das Geld immer loszuwerden. Also am Anfang habe ich mal Sondertilgung wie verrückt gemacht. Hauptsache, das Geld war weg. Und ich konnte es einfach nicht ausgeben. Also ich habe mich immer selber auch unter Druck gesetzt, genau wie jetzt mit den 10.000 Abonnenten und der Wette. Aber das ist im Prinzip der Plan. Also sich selber bescheiden zu halten am Anfang, sich gut zu investieren auch. Ich sage mal so, investieren ist im Prinzip genauso wie Geld verdienen. Es bedarf alles einer gewissen Qualifikation. Und gerade am Anfang ist auch gut, dass man wenig Geld hat, weil da macht man halt nur kleine Fehler. Ne, und sich quasi hoch zu qualifizieren und sein Ding zu finden, entweder zu lernen, wie man mit Immobilien Geld verdient oder manche können das ja auch über Aktien. Das habe ich selber nie begriffen, wie man das mit Aktien vernünftig macht. Also ich persönlich denke, es gibt zwei richtig gute Wege. Der eine Weg ist Immobilieninvestment. Man hebelt quasi mit anderen Menschen Geld. Und der zweite Weg ist Unternehmertum. Da hebelst du andere Menschen Zeit. Das heißt, du holst dir Hilfe. Genauso wie du finanzielle Hilfe holst beim Immobilieninvestment. Und damit hast du halt die Chance, dass du nicht nur mit deinen eigenen Ressourcen arbeitest, sondern mit den Ressourcen anderer. Und dann entwickelt sich's, wenn man fleißig ist, wenn man sein Ziel hat und wenn man ehrgeizig kämpft. Hast du denn noch Kontakt mit den Leuten von früher, mit dem Umfeld? Also alte Kollegen? Also Arbeitskollegen, ja, ist ganz cool. Ich habe ja in Nürnberg auch eine der größten Gründungsberatungsgesellschaften, in der ich auch selber arbeite. Gründungsberatung ist quasi mein Lieblingsjob, weil man hilft dabei, anderen Menschen ihre beruflichen Träume zu verwirklichen. Und lustigerweise habe ich recht viele ehemalige Arbeitskollegen, von denen ich dann auch der Chef war. Und die kommen immer mehr, weil ich habe im automotiven Umfeld gearbeitet, also in der Automobilindustrie. Und da ist ja momentan eine harte Zeit. Weil da gibt es einen riesen Wandel in Deutschland. Und so ist es so, dass der eine oder andere Kollege sich selbstständig macht und dann bei mir an die Tür klopft, weil er sich erinnert, dass ich ein cooler Chef war. Ja, das finde ich total klasse. Also der Kontakt kommt jetzt wieder, indem man wieder eine gemeinschaftliche Arbeitsebene gefunden hat, eine neue. Also vorher waren wir zusammen angestellt und jetzt entwickeln sich halt auch immer mehr Leute, gerade Fachkräfte auch in neue Bereiche und jetzt sind wir zusammen selbstständig. Und das ist toll. Aber war das denn auch mal so, dass die Leute früher gesagt haben, das schaffst du eh nicht, das wird so nichts, was du da vorhast? Oder warst du da in einem anderen Umfeld unterwegs? Also ich bin extrem, wie soll ich sagen, dickköpfiger Mensch. Das heißt, wenn ich was will, dann ziehe ich das durch. Ich höre mir gerne auch, oder ehrgeizig ist ein netterer Begriff, ich höre mir gerne auch die Meinungen anderer an, aber dann überlege ich sie, ob sie mir zu meinem Ziel passen oder nicht. Ja. Und ich habe ja eine Menge Zeit verloren. Ich meine, ich habe 3 abgeschlossene Studiengänge und einen Doktortitel. Der kommt nicht, weil ich letztendlich nicht auf den Rat anderer gehört habe, sondern ich habe natürlich auch auf deren Rat gehört. Und damals war letztendlich der Weg, den ich so verstanden habe, um finanziell frei zu werden, über Qualifikation. Und ich musste halt erstmal verstehen,
dass man nach so einer Hochschule erstmal wieder reparieren muss, was da kaputt gegangen ist. Ne? Also im Indischen gibt es ein schönes Sprichwort, das sagt, mit einer vollen Tasse kannst nichts anfangen. Und genauso ist es, wenn du halt frisch aus der Hochschule kommst. Ne? Du hast eine Tasse, die ist voll und denkst, du weißt alles. Aber du musst halt erstmal wieder begreifen, dass du gar nichts weißt. Sondern das Einzige, was du weißt, ist, du kennst Standardtheorien, die halt auch Millionen anderer Menschen kennen. Und du musst ja auch irgendwie deine Nische finden. Und deine Nische finden heißt ja nicht, dass du es genauso machst wie alle anderen. Ne? Sondern du musst halt make it your way. Ne? Also das ist eigentlich der Weg. Also man stand alone and find his way. Das ist eigentlich so das Ding, ja, so Lucky Luke mäßig. Und so ist das auch am Anfang, ne? Weil viel mehr Leute sind ja in Angestelltenverhältnissen, als dass Menschen in Immobilien investierende Unternehmer sind. Weil sie dann letztendlich auch aus ihrem Umfeld dieses Arbeitnehmer-Mindset mitbekommen. Und du kommst gar nicht auf die Idee, in Immobilien zu investieren. Als typischer Angestellter ist ja ein Kredit was Schlechtes. Konsumschulden sind ja böse. Und das stimmt ja auch. Ne? Also so ein Darlehen ist wie so eine geladene Waffe. Ne? Du kannst dich damit verteidigen, dich beschützen, aber du kannst ja halt selber auch in den Fuß schießen. Und das musst du halt erstmal lernen, ne? Wie man bestimmte Tools unterschiedlich anwendet. Es gibt, ich sag mal so, jedes Tool hat in bestimmten Umfeld, ist es sehr hilfreich und gut, im anderen Umfeld auch total schlecht. Also Beispiel, wenn du ehrgeizig bist, und du hast dich verlaufen, dann ist das keine gute Idee, noch mehr Gas zu geben, ne, und noch schneller zu rennen. Dann ist diese Fähigkeit eher erstmal nicht gut, sondern da ist die Fähigkeit der Umsichtigkeit ganz gut, dass du erstmal stehen bleibst, dir erstmal Gedanken machst, dir deine Handlungsoptionen überlegst und dann dir überlegst, wie komme ich mit der besten Handlung, welches ist die beste Handlungsoption, um halt meine Ziele zu erreichen. Ja. Und das muss man auch erstmal begreifen, ne, dass ja, wenn man eine bestimmte Technik hat und man weiß zum Beispiel, wie man Hammer Nagel einschlägt, dass man nicht alles als Nagel erkennt, sondern dass man einfach erstmal anfängt und sagt, okay, es gibt hier unterschiedliche Vorgehensweisen. Genauso wie es unterschiedliche Menschen gibt. Wir haben ja alle unterschiedliche Gehirne, unterschiedliche Erfahrungen. Und das ist im Prinzip da das Gleiche. Also, dass man nicht zu einsilbig, nicht zu einschienig wird und offen bleibt für andere Ideen. Du hast jetzt das Thema Mindset auch häufiger mal angesprochen und ich habe mir auch einen Punkt dazu aufgeschrieben. Und zwar ist mir immer wieder aufgefallen, gerade so in diesen ganzen Facebook-Gruppen, dass das Thema Mindset bei vielen irgendwie komplett übersprungen wird und die sich fachlich total auskennen. Aber immer so die erste Frage ist, wie kann ich denn die Mieter auf Eigenbedarf kündigen und immer irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand wollen, anstatt erstmal zu überlegen, was denn die Gegenseite auch für Wünsche hätte. Stellst du das auch? Ja, also kenne ich natürlich auch, das ist ja der Klassiker. Ne? Also die meisten Menschen suchen ja nach Gründen, um es nicht zu tun. Weil die müssen ja außerhalb ihrer Komfortzone raus. Und es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du aus deiner Höhle rauskletterst, ne, dann fühlst du, dann wirst du hormonell bestraft von deinem eigenen Körper, du kriegst Angst. Und manche Menschen sind Meister da drin, wirklich vor ihre Höhle jeden Säbelzahntiger und jedes Ungeheuer aufzutürmen, was sie nur finden, als Rechtfertigung, nie etwas Neues ausprobieren zu müssen. Mhm. Na, das ist ja auch eine Mindset-Sache. Wenn du viel, viel Angst hast, dann kommt das ja auch nicht von ungefähr. Wobei meine Erfahrung ist, dass 99,9% von den Sachen, von denen du Angst hast, die niemals passieren. Aber die anderen Menschen denken halt, 99,9% der Sachen passieren eben. Und wenn du dieses Mindset hast, dann bist du halt verdammt zum sichersten Job auf dieser Welt. Und der ist wie das Sparbuch, der bringt keine Rendite. Ja. Und ja, also mein Kanal heißt ja Mein Weg zur ersten Million, weil ich ja das Ganze so ein bisschen dokumentiere, wie ich das schaffe. Und du hast das ja jetzt schon geschafft, deswegen ist das halt unheimlich spannend, auch für mich jetzt mal so dieses Gespräch mit dir zu führen. Und eine häufige Frage, die dann immer kommt, also die erste Sorge, die Leute haben, was machst du denn dann, wenn du keinen Job mehr hast? Also so, da denke ich mir dann immer, wie traurig ist denn deren Leben, dass ihre erste Sorge ist, was man denn macht, wenn man keinen Job hat? Daher mal die Frage, wie sieht denn so dein Alltag aus als finanziell freier Mensch? Du hast ja die Entscheidung, du kannst also, ja selbst entscheiden, ne? Ja. Denke ich mal. Ja, also diese Sorge verstehe ich. Weil wenn man dann erstmal finanziell frei ist und hat sich das als festes Ziel gesetzt, und ist dann erstmal finanziell frei, da sitzt man erstmal da und überlegt sich, verdammt,
was mache ich denn jetzt mit der ganzen Freiheit? Weil Freiheit macht ja auch Angst. Na, auf einmal musst du dein Leben selbst gestalten, und zwar so, wie du es auch immer wolltest. Und am Anfang ist das was wirklich viel Angst macht, und du hast doch erstmal keinen Sinninhalt mehr. Aber bisher war ja immer dein Sinn, finanziell frei zu werden. Und dann probierst du es erstmal mit einem halben Jahr nichts mehr tun. Weil du denkst ja, das war immer genau das, was ich wollte. Und nach einem halben Jahr am Strand denkst du dir, boah, ist das hier langweilig. Und dann suchst du dir eben neue Aufgabenstellungen. Und dann begreifst du eigentlich ziemlich schnell, dass das Leben ist wie so ein Computerspiel. Ne? Du versuchst immer, einen neuen Level zu erreichen, also dich weiterzuentwickeln. Und der Level drüber ist immer cooler als der Level drunter. Und du kommst im Prinzip im Leben so weit, bis du einen Level erreicht hast, den du nicht schaffst. Und den spielst du dann wahrscheinlich bis zum Ende durch. Aber unbegrenzt ist ja unsere Zeit auch nicht. Ne? Also du hast ja da mal so, je nach Gesundheitszustand und so, vielleicht bis 60 oder 70 Zeit, dann wird es schon schwieriger. Ne? Dann musst du dir halt neue Tätigkeitsfelder suchen, weil auch dein Energielevel verändert sich ja. Also ich bin auch in der Phase gewesen, nachdem ich finanziell frei war, ja, einfach nochmal über mich und mein Leben neu zu reflektieren und herauszufinden, was will ich wirklich. Und ich habe eigentlich recht schnell herausgefunden, dass alles, was man im Leben kauft, macht mich wirklich glücklich. Ich habe mal versucht, alles zu kaufen, aber das war irgendwie nicht so dein Ding. Also immer, wenn ich was gekauft habe, dann ist mir eingefallen, ich brauche was Nächstes. Also bestes Beispiel, du kaufst dir jetzt eine neue Jacke, dann stellst du am nächsten Tag fest, schack, es passen die Schuhe nicht mehr. Dann kaufst du neue Schuhe, dann passen die Socken nicht mehr. Dann kaufst du neue Socken, dann passt die Hose nicht mehr. Dann kaufst du neue Hose, dann passt das Auto nicht mehr. Und dann geht es immer wieder von vorne los. Ne, so nach dem Motto, erfüllst du dir einen Wunsch, dann kriegt der Wunsch Kinder. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, bevor man sich überhaupt für Erfolg entscheidet, so eine Art Life-Planning mal zu machen. Sich mal wirklich zu fragen, was will ich eigentlich in diesem Leben? Was stelle ich mir unter einem glücklichen und zufriedenen Leben vor? Und diese Fragen sind super schwer. Manche sagen, ja, die arbeiten den ganzen Monat und machen sich Gedanken darüber, wie sie mehr Geld verdienen können, aber denken im Monat keine Stunde über ihr Geld selber nach und wie sie es vermehren können. Das ist ein Fehler. Aber ein noch größerer Fehler ist, eigentlich das Leben so passieren zu lassen und nie wirklich darüber nachzudenken, warum bin ich eigentlich hier? Was ist mein Plan? Was ist meine Idee für das Leben? Was möchte ich gerne erreichen? Was macht mir Freude? Was bringt mich jeden Tag von Neuem zum Strahlen und zum Grinsen? Ja, und wenn man das gefunden hat, dann läuft es eigentlich noch einfacher. Eine Sache, die mir zum Beispiel extrem viel Spaß macht, ist anderen Menschen dabei zu helfen, auch den Status zu erreichen, den ich selbst auch habe. Finanziell frei zu sein, weil wenn Menschen finanziell frei sind, sind sie ganz anders in der Regel. Sie werden dann ehrlicher. Ich sage immer so, Geld ist wie so eine Art Charakterverstärker. Bist du ein Arsch, bist du hinterher noch ein größeres Arschloch? Bist du nett, beschleunigt das auch letztendlich deine eigene Entwicklung. Weil du viel mehr Zeit hast, letztendlich auch herauszufinden, wer du bist. Und dann hast du natürlich auch viel mehr Zeit für andere. Deswegen mache ich auch nur 2 Coachings im Monat. Das macht mir voll Freude. Ich habe dann ganz viel Zeit für den Einzelnen und entwickle dann wirklich mit ihm Hand in Hand sein eigenes Modell. Das ist aber ein Konzept, mit dem ich selber nicht reich werde. Aber es ist ein Konzept, mit dem ich selber glücklich werde. Und wenn du selbst schon finanziell frei bist, das verstehe ich immer bei vielen Mentoren oder Coaches nicht, dass die jetzt riesig abrippen müssen. Wozu denn das Ganze? Die haben noch genug. Ne? Also dann kann natürlich auch sein, dass Geld verdienen zum Selbstzweck wird. Und dann bist du eigentlich ein ziemlich trauriges Würstchen. Ja, weil ne, du hast ja keinen Lebensinhalt mehr, außer noch eine Zahl drauf. Noch eine Einheit mehr. So wie im Fitnessstudio. Früher, die Leute haben mal gefragt, wie drückst du denn auf der Bank? Dabei ist das völlig unerheblich. Das Einzige, was zählt, ist, ja, bist du fit? Geht's dir gut? Hast einen schönen Tag? Hast Spaß? Und wie sieht dann so konkret so ein normaler Alltag von dir aus? Also stehst du schon mit Wecker auf und so? Oder? Nö. Also auf keinen Fall. Ich stehe auf, wann ich wach werde. Habe ich spannende Projekte und Sachen, die mich begeistern, dann bin ich trotzdem automatisch ziemlich früh wach. Ne? Weil es einfach Spaß macht. Und wenn was Spaß macht, dann kannst du gar nicht erwarten, aus dem Bett zu kommen. Habe ich gerade kein cooles Projekt oder ich habe irgendwas mit Verwaltung oder Bürokratie oder Steuern zu tun, dann kann das schon mal sein, dass ich bis 11 penne. Ne? Weil ich denke mir, ne? Jetzt musst du den Mist noch erledigen. Also ganz natürlich, das heißt, ich lebe mich dann eher selber.
Und in der Regel Wecker stellen nie. Ich mache auch keine Beratungstermine vor 13 Uhr. Ne, also ganz gemütlich. Und das klappt in der Regel auch. Wow, klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ja, das finde ich gut. Also macht mir wirklich Spaß. Das Und heißt aber nicht, dass ich manchmal auch nur 4 Stunden schlafe, weil ich zu lang, nachts zu lange gepokert habe. Oder keine Ahnung was, weil mich der Briefträger oder die Müllabfuhr aus dem Bett klingelt. Ganz normal. man sagt ja so, irgendwie jeder Fehler macht uns ja zu dem, was wir heute sind. Aber gibt es da so Sachen, wo du sagst, die würdest du noch mal komplett anders machen, wenn du noch mal die Chance dazu hättest? Naja, also ich mag schon den Spruch von Bruce Willis, dass wenn man einen schönen Flickenteppich hat und zieht halt 3, 4 Fäden raus, dann ist am Ende das Muster sieht komplett anders aus. Aber ich habe natürlich auch für viele Sachen viel zu lange gebraucht. Ich habe bis 37 studiert immer nebenbei. Dann habe ich auch promoviert. Das dauert, hat alleine 4 Jahre gedauert. So eine Promotion, was habe ich denn dafür gebraucht? Ich habe 2.886 Stunden. Ich habe jede Stunde mitgeschrieben. Und die habe ich neben meiner Arbeit noch durchgezogen. Und am Ende stellt sich natürlich die Frage, für was habe ich das eigentlich alles gemacht? Wäre es nicht besser gewesen, mit seinem Kumpel ein Bier zu trinken oder am Strand zu hocken und sich ab und zu quasi nicht so unter Druck zu setzen? Ne? Weil sich selbst auch unter Druck zu setzen, das ist ja auch nicht immer gesund. Und zu welchem Entschluss bist du da gekommen? Das ist, ich hätte eher Angst, was heute zu verlieren. Und deswegen ist alles gut, so wie es ist. Dann hast du ja noch Homestager gemacht, ne, habe ich gesehen. Ja, ich mache immer alles, was mich interessiert. Also ich hab, glaube ich, 7 Ordner voller Qualifikationen. Warte mal, die meisten glauben das gar nicht. Ich zeige mal. Ja, genauso sehe ich das halt auch. Pass mal auf. So sehen Urkunden aus und Qualifikationen. Das sind alles nur Urkunden von irgendwelchen Fortbildungen. Promotion, Abschlüsse, Weiterqualifikation. Was habe ich denn hier drin? Okay, mein Diplom, Englischkurse, irgendwelche Schülertests und Wettbewerbe. Stimmbildungskurs habe ich mal gemacht, weil ich früher mal heiser war. Ich habe sogar ein Zertifikat als Microsoft-Administrator gemacht während des Studiums. NLP Practitioner, Rhetorikseminare, Fallstudienkurse, tausende von Sachen. Und wenn ich jetzt sage, okay, das eine oder andere war vielleicht nicht so ergiebig im Nachgang, muss ich natürlich trotzdem sagen, alles das Wissen, was ich über die letzten 40 Jahre angehäuft habe, ich möchte eigentlich keins missen. Weil letztendlich jede Entscheidung, die ich heute treffe, basiert ja auf all dem, was ich in der Vergangenheit gelernt habe. Und ich bin ja auch die Summe meiner Erfahrungen. Und meine Kollegen sagen manchmal, ich bin die Google. Ne, weil egal was, kein Problem. Weil ich irgendwo mal einen Kurs gemacht habe. Und ich habe einen großen Vorteil, ich habe ein verdammt gutes Kurzzeitgedächtnis. Ich muss sagen, ich habe ein schlechtes Langzeitgedächtnis. Mein Hirn ist ziemlich effizient. Da wird immer sofort wieder rausgeworfen, was man nicht braucht. Aber ich bin da in der Lage, schwere Prüfungen in kürzester Zeit zu meistern. Da bin ich froh drum. Aber ich bin auch in der Lage, das komplett wieder zu vergessen. Und deswegen habe ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Qualifikation. Und dann, ich habe ja noch mal kurz vor dem Gespräch noch mal so geguckt, was man so auf die Schnelle noch so aufgreifen kann, dass ich nicht irgendwas vergesse. Und dann lese ich auf einmal noch Mr. Germany. Da dachte ich wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Also, was hat denn der noch nicht eigentlich alles gemacht? Oh, du, ich habe noch mehr. Ich habe auch noch Bodybuilder. Ich habe auch noch Bodybuilder-Pokale da oben. Weil ich habe mal Figurklasse Bodybuilding gemacht und Skateboard bin ich mal gefahren. Da war ich auch echt gut und Badminton und Tischtennis und ach Gott, name it. Ja, also ich habe alles ausprobiert. Das Problem ist halt, wenn du von Anfang an nicht weißt, was du wirklich willst, dann hast du ja nur eine Chance, es rauszufinden, indem du nur so viel machst, wie es einfach nur geht. Denn dann sagst du einfach, okay, das war doof, das war doof, das war doof. Und das, was überbleibt, das ist dann cool. Ja, und Mr. Germany war auch eine coole Erfahrung. Das war der bestbezahlteste Studentenjob und der coolste Studentenjob, den man sich vorstellen Was musstest du denn da machen als Job? Ach kann. so, rumfahren und so, ne? Ich hatte zum Beispiel immer Autogrammstunden. Das war heiß begehrt, weil da habe ich immer ein, zwei Kumpels mit im Schlepptau gehabt. Ich durfte immer ein, zwei Leute mitnehmen. Und dann saßen wir in irgendwelchen Diskotheken oder Luxushotels
Alles free of charge, also wurde alles bezahlt und wir haben uns dann letztendlich immer gemütlich beim Bierchen und beim tollsten Essen habe ich dann irgendwelche Unterschriften auf irgendwelche Zettel gesetzt und das war echt witzig. Und wir hatten echt eine coole Zeit und habe das ganze Land kennengelernt, weil ich immer viel rumgereist bin. Und ich war auch, ich hatte gewonnen, eine Reise nach New York gewonnen. Eigentlich war es eine Luxusreise und die habe ich umgetauscht in einfach nur Hotel und Aufenthalt. Und dann habe ich zum Beispiel auch 6 Wochen in New York mal gelebt. Oder ein paar Monate in Mailand. Das war total cool. Cool. Ja, fand ich auch geil. Und ich höre halt total oft, dass so Leute wie du, die haben halt einfach Glück gehabt im Leben. Aber ich denke mir dann immer irgendwie, Chance trifft Vorbereitung und das ergibt dann das Ergebnis. Also hast du da vielleicht noch irgendwas zu erzählen? Also ich glaube, Glück und Pech ist normal verteilt. Das heißt, wir haben alle im Leben gleich viel Scheiße zu ertragen und gleich viel Glücksmomente. Es gibt ein paar, wenn man sich die Gaußsche Glockenfunktion anguckt, okay, die werden mit Glück echt gepudert und es gibt ein paar, die haben immer die Arschkarte. Und meine Erfahrung ist aber eigentlich, dass es nicht darauf ankommt, wie Glück du Pech oder Pech du hast, sondern was du in der jeweiligen Situation dann draus machst. Gehst du ein und gehst in die Knie? Oder holst du tief Luft, kämpfst dich durch und berappelst dich? Ich habe zum Beispiel relativ früh meinen Vater verloren. Und das war mein bester Kumpel. Und habe dann auch noch echt viel Schulden geerbt. Und als ich mitbekommen hatte, als ich die Message bekommen hatte, dass mein Vater Krebs hat, hatte ich einen Bandscheibenvorfall, der so hart war, dass ich anfänglich im Rollstuhl saß. Ich konnte nicht laufen. Und da habe ich trotz Bandscheibenvorfall, weil ich keine OP wollte, ich wollte keine Verstarrung meines Körpers. Und jeder hat gesagt, du musst eine OP, du musst eine OP, du musst eine OP. Und ich sage, ich will aber keine, ich will aber keine, ich will aber keine. Weil dann war klar, was passiert ist. Ich hätte mich kaum noch bewegen können. Habe ich gedacht, fickt euch und habe angefangen zu joggen. Das ganz Harte. Ich habe jeden Abend, bin ich leicht gelaufen. Und zwar echt hat das wehgetan. Boah. Und das Interessanteste ist, ich hatte einen riesen Austritt von Flüssigkeit, also aus den Wandscheiden. Das Ding hat sich echt verstoffwechselt. Und meine Wirbelsäule hat sich wieder komplett alleine wieder repariert. Durch meinen Kampf, dadurch, dass ich mich nicht operieren lassen wollte. Ich habe einfach alles gegeben. Dadurch habe ich auch einen Nachteil heute, mein linkes Bein ist komplett gelähmt. Ja. Aber mein Körper hat irgendwie gelernt, nicht zu humpeln. Ich glaube, das habe ich dem Joggen zu verdanken und es irgendwie zu kompensieren, dass quasi mein Kopf beim Laufen vom linken Bein kein Feedback kriegt. Gelähmt? Und also du kannst Vater das nicht bewegen? Oder? Nein, ich kann es bewegen, aber es ist halt taub. Meine Nerven sind tot. Ah, okay. Weil die Nervenstränge im Wirbelkanal, die wurden zu lange abgedrückt. Hätte ich mich vielleicht gleich operieren lassen, dann hätte ich dieses Problem nicht gehabt, aber mein Problem wäre gewesen, ich wäre halt vielleicht rumgelaufen wie R2-D2. Ne, also, und da hatte ich einfach Angst vor. Und da hatte ich viel solche Meilensteine in meinem Leben. Und nachdem ich dann wieder einigermaßen auf die Kette kam, war schon mal 10 Jahre verheiratet, ist dann meine Frau abgehauen und hat gesagt, mir ist das zu viel hier. Aber ich habe erst mal noch meinen Vater gepflegt, bin jedes Wochenende 3 Jahre lang von Nürnberg nach Göttingen gefahren, habe ihn abgeholt und habe ihn nach Würzburg in die Reha-Klinik gefahren. Und da habe ich echt also eine Last getragen, habe auch meine Zeichnungen davon. Aber ich muss ehrlich sagen, da hatte ich echt eine Menge Scheiße. Vater gestorben, Schulden geerbt, Frau abgehauen. Manche hätten sich den Streck genommen, aber ich habe mich durchgekämpft. Und das muss ich sagen, ist eines der wesentlichen Eigenschaften, never give up. Und wir haben wirklich alle ganz fiese, und ich habe noch viel fieseres zu erzählen, aber manche Sachen sind ja auch privat, Rückschläge nicht zu verkraften. Und die Frage ist halt immer im Leben, wie gehst du damit um? Und trotzdem Kämpfer zu bleiben und trotzdem neugierig zu sein und trotzdem das Leben zu genießen, das ist halt kein Glück, sondern das ist im Prinzip harte Arbeit. Ne, das bewusste Ergreifen von Nutzen von positiven Situationen und wenn eine schlechte Situation kommt, trotzdem das Beste draus zu machen. Oh. Und wenn du diese beiden Sachen miteinander kombinierst und bist ehrgeizig und fleißig, dann hast du Glück. Aber Glück und Pech gibt es meistens immer nur bei Losern, muss ich ganz hart sagen.
Ne, weil die denken immer, alles ist Schicksal und ich warte jetzt drauf und die anderen haben nur Glück gehabt und so. Nee, so wirst du nie was im Leben. Im Leben wirst du dann was, wenn du ehrlich zu dir selber bist und dir sagst, ich habe immer Schuld. Und wenn du weißt, ich habe immer Schuld hast, dass du immer Schuld hast, dann bist du auch der Einzige, der was verändern kann. Und das ist dann dein Job, das Beste draus zu machen und was zu verändern. Jetzt. Wir quatschen quasi gerade und ich habe Corona. Ich bin in Quarantäne. Ne, andere liegen jetzt im Bett und heulen rum. Oder haben Angst jetzt, dass das der letzte Tag war. Schau, ich kämpfe an meinen Zielen weiter, weil die halten mich lebendig. Halte Interviews, obwohl ich auch Kopfschmerzen habe. Jetzt gerade, aber. Und hilft's mir? Nö. Ich trinke halt einen Tee und mach's Beste draus. Jetzt, wo du das gesagt hast mit dem Bandscheibenvorfall, ich hatte nämlich auch mal einen, ich habe das zufällige parallel mal rausgekramt. Krass. Und hier sieht man, wer sich Ja, da ja. nicht auskennt, hier ist das so richtig rausgequollen. Und dann habe ich mal ein Jahr Ja. später, habe ich richtig, also da, das war dann die Motivation, richtig viel Sport zu machen. Und ein Jahr später sah es dann so aus. Cool. Ah, du, ich muss mal gucken, ob ich noch ein Bild habe. Da ist wirklich, da siehst du auf dem Bild, dass das ganze Ding drussen ist. Also so richtig so, oh. Und das Krasseste war ja, ich war dann nochmal am CT danach und dann haben die Ärzte gesagt, es ist ein Wunder. Also, weil, ne, das einzige Wunder, was es gab, war, dass ich meinen Arsch aufgerissen habe und mich eben nicht habe operieren lassen. Und das ist halt das Problem, ne? Wenn du mal was wegschneiden kannst, was weggeschnitten hast, dann kann dein Körper sich selber nicht mehr helfen. Ne, sobald mal was weg ist, hast du ja in deinen normalen körperlichen Prozess eingegriffen und dann ist weg. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt das Glück, ich habe mir natürlich auch das Umfeld so ein bisschen gesucht über Immobilienstammtische und so, ne? Aber die meisten haben ja gar nicht das Glück, deswegen natürlich auch so ein bisschen dieses Video einfach mal von jemandem zu hören, der es halt geschafft hat. Und du hast ja, also das Leben hat dir ja wirklich Zitronen gegeben ohne Ende und du hast Klar. halt immer wieder Limonade draus gemacht. Ja, aber war doch bei jedem so. Guck dir mal Steve Jobs an oder so. Mann, hatten die Zitronen. Ich glaube sogar, dass viel Zitronen dir viel mehr helfen, als wenn du mit einem goldenen Löffel aufwächst. Aber wo soll denn dann die Motivation herkommen? Und die kriegen Wenn ja es dann dir auch immer super, Drogenprobleme, ja, wenn es dir immer ne? gut geht, du immer alles hast, dann ist nicht so einfach, seinen Lebensmittelpunkt zu finden oder seinen Lebensinhalt zu finden. Und oft ist es ja so, dass die Erfolgreichsten am Anfang die meisten Zitronen hatten. Ja, auf jeden Fall unheimlich spannend und inspirierend. Also, ich habe mir schon ein paar Sachen direkt mal mit aufgeschrieben, noch so parallel. Da muss ich noch mal Freut drüber mich. nachdenken, über die eine oder andere Sache. Nee, war auch ein gutes Gespräch. Ich merke jetzt aber auch, dass mein Energieniveau langsam schwindet. Das merke ich dann an Corona. Das nagt natürlich auch an mir, obwohl ich mein Bestes gebe. Aber du kannst ja noch mal zur Und Erinnerung vielleicht sagen, wie die Leute jetzt an die rund 500 € noch mal kommen, zur ah, Erinnerung. ja. Also, ich mache es natürlich ganz platt. Ich brauche die 10.000. Mir fehlen noch 700. Und wenn du mir hilfst, einer dieser 700 zu sein, dann helfe ich dir auch, denn ich verlose dann diesen Silberklotz hier. Hat ungefähr einen Wert von 470 €. Habe nach Kettner Edelmetalle jetzt mal geguckt. 999,9 Reinheitsgrad. Made in Germany. Ist ein dicker Klopfer. Damit kann man eine Menge anstellen, wenn es gut anlegt. Kauft man sich Bitcoin davor vom Jahr gekauft, dann hätte es wahrscheinlich jetzt schon verzwei- oder verdreifacht. Also gibt viele Möglichkeiten. Oder du nutzt es halt als Grundstein für deine erste Immobilie, ist ja auch ein Stein, noch besser investiert, um dein Leben letztendlich selbst in die Hand zu nehmen und so zu gestalten, wie du es dir wünschst, dass es gestaltet sein soll. Und Ich das verlinke kann ich deinen nur gerne Kanal. mitgeben. Ich verlinke deinen Kanal Würde mich unten sehr drunter freuen. nochmal. Hat mir Und Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. ja, Wünsche mir dir auch einen auch. guten Rutsch ins neue Jahr und nochmal vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe, ich habe auch deine Abonnenten inspirieren können. Ja, freut mich auch ebenfalls. Dankeschön, ne? Mach's gut und gute Besserung. Gerne. Tschüssi.